werde dich vermissen, Lina. Meinst du, ich darf dich im Kloster mal besuchen? Ich glaube nicht. Ein Kloster ist ja kein Grafenhof. Antonia. Du hast zu viel gesoffen. Hab ich nicht. Oder nur ein bisschen. Es ist nur weil weil ich nicht Knappe von einem Ritter werden will. Ich will nicht weg von hier. Wenn es nach mir ginge, könnte unser Leben hier immer so weitergehen. Verstehst du? Ich will nicht weg von hier. Und wenn nur mit dir zusammen. Starrst du mich so an? Ach so. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Der Mann, den ich heiraten hab sollen, hat die Hochzeitsnacht nicht abwarten wollen und mich gewürgt. Als ich mich gewehrt hab. Ich bin die Vrena. Und du? Antonia. Antonia von Obertan. Meine Eltern sind tot. Deswegen bin ich hier. Meine Schwester ist auch hier. Ich hab's geahnt! Pfui Teufel aber auch! Mit einem Mannsbild! Das wirst du mir büßen! Antonia! Ich möchte dir noch von Philipp berichten. Er hat eine Jungfrau aus gräflichem Hause kennengelernt und die beiden werden sich bald vermählen. In Gedanken werde ich ganz bei dir sein, wenn du und deine Schwester eure Profess ablegen werdet. Gott schütze und segne dich, Ritter Marquardt von Holderstein. Unsere Jungfer ist zur Braut Christi bestimmt und nichts anderes. Ihr habt sie zwar mit euren teuflischen Verführungskünsten in Versuchung geführt, aber Gott sei Dank hat sie auf den rechten Weg zurückgefunden. Was soll das heißen? Dass sie das ewige Gelübde ablegen wird. Und zwar bereits in Kürze. Wo bist du? Ich sage euch, die Klöster müssen dem Erdboden gleich gemacht werden. Und die Burgen der Ritter gleich mit dazu. Der Adel ist gerade ein so schönes Übel wie der Kleros. Sie leben von unserem Schweiß und unserem Blut. Ich hätte gut Lust, mit euch zu ziehen. Das wäre mir jedenfalls lieber, als in der Studierstube zu versauern. Also, was haltet ihr davon, Hauptmann? Dein Wort drauf. Gut. Übermorgen geht's los. Hinauf in die Bar. Hinweg mit deinen Feldblumen und kurzen Grunzern! Worauf wartet ihr noch? Los! Heiden, was? Ihr Ungläubigen, was tut? Ihr seid ja verrückt! Oh, stoppt euch die Nonnen! Du hast dein Herz an einen anderen Mann verloren, nicht wahr? Weißt du, du redest im Schlaf. Einen Namen habe ich leider schon öfters gehört. Philipp. Das hat nichts zu bedeuten.
Ich bitte dich, bleib an meiner Seite, Antonia. Und werde meine Frau. Warte! Antonia, warte!